So, eine versteckte Warnung. Die Überreste der Astra Militarum Regimente im System wurden von den Dark Elder korrumpiert und wurden zu willenlosen Xenos-Sklaven. Meine letzte Hoffnung, einen immer noch treuen Diener des Imperiums zu finden, kann eine geheimnisvolle Nachricht vom Kardinal des Aureus-Systems sein. Es gab eine klug versteckte Warnung in der Vox-Nachricht. Ich werde den Kardinal besuchen, während ich umfassend auf den Kampf vorbereitet bin. Na dann, auf zum Atem! Inquisitor, reconnaissance rituals indicate a hostile activity in the chambers adjacent to the entrance. Your hunch was right, Tech Priest. This is indeed a trap. Clarification needed. All my deductions were based on facts. Let's just leave it that way then. Also, es war eine Falle. Der Kardinal hat uns aber versteckt davor gewarnt. Also ist er doch auf unserer Seite? Hat er gehofft, dass wir die Warnung verstehen? Enemy patrol detected in the vicinity. Contact is imminent. They must have been expecting me to come from the other direction. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich hier richtig bin. Also müssen wir mal in die andere Richtung gehen. Ja, hier war die Sackgasse. Ich brauche bei dem Spiel vielleicht doch nicht in jede Ecke reingehen, oder? Ich bin mir nicht sicher. Also ich mache das ja normalerweise in Rollenspielen schon. Aber das ist dann halt eher so wie, ja, das sind dann halt gute Items teilweise versteckt. Hier ist ja die Drops, die sind ja mehr oder weniger random, ne? Ist ja nicht so, dass da irgendwo ein Meisterschwert versteckt ist oder so, sondern du weißt nicht, da steht vielleicht, selbst wenn da eine Truhe ist, ist es nicht schlimm, eine Truhe hier zu übersehen. Weil du dann die Map halt einfach später eine andere machst und dann findest du bessere Sachen und so, ne? Ich werde vielleicht aufhören, hier jetzt wirklich jede Ecke abzusuchen. Weil es in dieser Art Spiel einfach nicht nötig ist. Es macht keinen Sinn, ne? In so einem Diablo-Spiel jede Truhe zu finden. Ihr versteht, was ich meine, ne? Gerade ein bisschen ungünstig hier. Ich muss eventuell mal ein bisschen rausrennen.
Ein bisschen. Lass uns erstmal ein bisschen die Flucht ergreifen. Langsam geht's. Wow, beim Vorbeilaufen haben die mich abgeknallt. Komm ganz schön rein. Wo stehe ich jetzt wieder? Hier hinten, okay. Gut, dann beschwören wir erstmal wieder alles. Komm, ja. Kleinen Dinge alle platt gemacht, jetzt kommt der große Boss wieder. Diesmal kriegen wir es hin. Es waren zu viele Viecher drumherum. Das Problem, ne? Und man darf auch nie vergessen, wir spielen auf plus 10. Ja, also, ist auch nicht einfach. Dass es zu viele Targets sind und der Schaden sich so sehr aufteilt. Und dieser Boss, der hat eine verdammt große Heilung und Regeneration. Und wenn er nicht genug Fokus kriegt, kriegst du den Boss nicht down. Und die anderen Viecher drumherum verhindern halt, dass du genug Fokus bekommst. Aber gleich haben wir ihn. Wenn der Boss jetzt erstmal down ist, dann ist der Rest. Hoppalapap. Kinderspielchen. Das hier. So, jetzt hab ich's.
Jetzt habe ich sie zerlegt. Gut. Bisschen regenerieren. Schon. Kommt ganz schön nach Schaden rein. Ich müsste auch mal wieder meine Türme upgraden, fällt mir gerade ein. Ich schon ewig nicht mehr abgegradet. Oder erklären, warum es auf einmal so schwer ist. Alter. Servants of the Imperium. Rest assured, the perpetrators will pay for this in blood. The machinations of the foul Drukhari cannot be left unpunished. Verschlüsselt durch Fragezeichenprotokoll. Dekodiert durch privates Mandala. Nelson Mandela, ah, okay. An die Diener des zackigen Labyrinthes. An die Diener des zackigen Labyrinths. Die Gönner wollten, dass ich ihre Botschaft überbringe. Die Gönner sind die Drukhari, ne? die Drogen verteilen, oder? Eure Dienste in der Vergangenheit haben sich als nützlich erwiesen. Das ist der einzige Grund, warum du immer noch existieren darfst. Eure, du. Ich sag doch irgendwie, seitdem wir von der Main Story weg sind, in diese Fight Quest, ist die Übersetzung irgendwie schlecht. Aber naja, gut. Die Tage der gesegneten Isolationen sind vorbei. Die Stürme des endlosen Meeres verebben und die Gönner haben kein Interesse an einem offenen Krieg gegen die brutale Kriegsmaschine des Imperiums. Unnötig zu sagen, dass unsere Art von ihnen keine Gnade erwarten kann. Der Kabal ist die einzige Hoffnung und Heimat, die wir haben. Die Gönner sind bereit, Schutz zu gewähren, aber sie erwarten im Gegenzug absoluten Gehorsam und Loyalität. Wir alle kennen den Preis der Ungehorsamkeit. Die Arbeit hier ist fast getan. Alles, was wir brauchen, ist eine schnelle Säuberung. Bevor ihr noch irgendetwas anderes macht, werde die Priester los. Der Makel des Glaubens ist stark in ihnen und die Gönner haben keinen Nutzen für sie. Das Leben des Kardinals muss jetzt verschont werden. Benutzt ihn dafür, den Inquisitor in die Falle zu locken. Ich spüre die Gedanken jenes Agenten und glaubt mir, wir müssen den Inquisitor beseitigen oder unser Schicksal ist besiegelt. Das Auge Saurons. Ja, okay. Also die wissen... Die wissen, dass diese Verbindungsprobleme, ne, die durch dieses Warp-Zeug bestanden, die wissen, dass die jetzt nicht mehr da sind, dass das Imperium jetzt kommen wird. Und die Drukhari wollen aber keinen Krieg mit dem Imperium jetzt hier anfangen, weil es nur Ressourcen verschwenden würde oder sowas, denke ich mal, ne? Wollen. Bieten denen aber trotzdem irgendwie Unterschlupf an. Wenn sie dafür die. Wahrscheinlich die immer noch ans Imperium glauben, abschlachten. Also die immer noch ans Imperium glauben, wurden jetzt, glaube ich, abgeschlachtet. Und nur noch die Drogensüchtigen, die
Weiß nicht, ob sie überhaupt noch irgendwo sind. Ob die Drukhari wirklich denen jetzt Unterschlupf geboten haben oder ob sie die einfach auch mit abgeschlachtet haben. Keine Ahnung. Das wissen wir noch nicht. The plot thickens, Captain. Did the sensors pick up any other Voidcraft in this segment? No, Inquisitor. What is it? These worthless rebels are betraying their kind for the Dark Elder, as I suspected. But they knew details about my investigation, which baffles me. How could they know? I have no idea, Inquisitor. We are all alone out here. Beziehungsweise, das sind ja die Verdorbenen, ne? Die unter den Drogeneinfluss stehen. Die haben die normalen, sag mal, die normalen Imperiumsleute abgeschlachtet. Und arbeiten jetzt halt für die Eldari. Drukhari. So. Ja, ist schon schlimm, was Drogen mit Leuten macht, oder? Was Drogen mit Leuten machen. So. Oh Gott. Hier sind wieder ganz, ganz viele Gegner. Kann sein, dass ich ein bisschen Rückzug antreten muss. Schwierige. Der Boss ist down. Das kriegen wir hin. Hier muss ich noch nachladen, aber habe ich gerade nicht genug Datenflux.
Tarantula-Wächterwaffe. Ach du Scheiße. War noch eine Falle? Upgraden, also die Waffen von meinen Konstrukten und dann auch mal die ganzen Module, die drin sind, upgraden, aber habe ich immer keinen Bock drauf, weil das so eine riesen Arbeit ist. Alle Module durchgehen, durchlesen, Schwächere rausnehmen, Stärkere reinsetzen, vergleichen. According to my calculations, you reach the coordinates where the Cardinal's transmission originated. I've just found the Cardinal, Tech Priest, and his guards. This information is redundant. I beg for your remission, Inquisitor. Redundancy is a sin. Ouch. Irgendwas zerfetzt ganz schön krass meine Nahkampfviecher. Der Boss ja vielleicht, Peiniger. Befrage den gefangenen Kardinal. Bin immer gespannt, was der zu erzählen hat. My most sincere gratitude, Inquisitor. By the grace of the Emperor, you have deciphered my warning. I should execute you for treason. What was this all about? I deserve no forgiveness. But before you rightfully sentence me, please hear my plea.
I was imprisoned, tortured, and mentally manipulated by these Xenos Reavers for a long time. Let me help you in your sanctifying duty. But they made you lure me into their trap. You and others in the past. These monsters are plundering our worlds. Oh. We've been lost in the darkness, Inquisitor. These Xenos have been allowed to carry on unchecked. They were already waiting for me on the relay station and set up a trap here in no time. What is their secret, Cardinal? I have no idea, I swear. But they know everything. Hmm. Their ways are efficient. Terrible, but efficient. Inquisitor, category 5.8 fluctuations in the Immaterium in your vicinity. Oh, come to us. Gate. Pattern is consistent with the Dark Eldar Webway portals. Ah. Cardinal, we are not finished. Find a shelter nearby. Wir kommen jetzt durch das Webway rein teleportiert. Durch ein Netzwerk. Oh shit. Greifen gar nicht an, die stehen bloß da. Easy. That was a commendable act of retaliation, Inquisitor. Now, you should execute that treacherous worm of a priest. The Dark Eldar are masters of torture and manipulation. Yet he managed to break their thrall over him and warn me. He was almost begging for judgment. Weakness is like the rot. Once it sets in, it's only a matter of time until it destroys everything. Once the Imperium lost the Aurea system, these worlds fell prey to a great menace. We can't execute everyone who couldn't resist the powers of the Drukhari. Genau, also bin ich auch voll der Meinung. Warum diesen Priester umbringen? Er hat uns ja gewarnt. Ne? Obwohl der jahrelang gefoltert und manipuliert wurde, hat er uns gewarnt und damit, ja, vielleicht nicht gerettet, aber vielleicht schon gerettet, wer weiß, ne? Bin ich, also ich verstehe das nicht, warum das Imperium immer so schwarz oder weiß sein muss, ne? Immer so, Ketzer, stirb, ne? Und fertig aus. Gefällt mir nicht. Ich bin dann eher so der sagt, ja, der hat uns geholfen, also ich springe den jetzt nicht um. Ne? Ja, deshalb sage ich ja, ne? Wir spielen hier nicht die Guten, wir spielen hier die Space Nazis. Ist Twitch gerade kaputt oder was ist da los, ey? Ich verstehe es nicht. Ich komme nicht online. Ah, jetzt geht's. Jetzt sehe ich es auch so, sogar, dass ich zwei Zuschauer habe. Das war die ganze Zeit über war das weg. Hm. Okay. Wir haben einen passiven Punkt. Den setzen wir natürlich wieder in die Resistenzen. Nein, haben wir voll. Was haben wir denn noch? Immun gegen Niederschlageffekte. Warum eigentlich nicht? Ist eigentlich auch cool. Oder das hier. Dann sterbe ich nicht so schnell. Wieder mit
Omikron, ja? Inquisitor, the etheric alpha spectrometer finished the analysis of the warp signatures detected around the last Drakari webway portal. Tell me that this is leading somewhere. I'll be quite dissatisfied if I cannot deliver judgment upon those who are responsible for the destruction in this system. Xenorite triangulation subroutines identified the same signatures on a deserted void station in the system. Mm-hmm. Note that this method is considered as a grade gamma tech heresy. I need results, Onicron. I don't care about your meddling with Xenorite technology. Statement recorded for future reference. On the subject, etheric triangulation subroutines identified familiar signatures on a deserted void station. 90.7% probability that the webway gate was opened from these coordinates. Then we have a long, exhausting piece of work ahead of us in this accursed system. So, jetzt gucken wir mal ganz fix zu den Konstrukten hier rüber. Einfach nur schnell die Waffen upgraden. Ja, oh ja, guck mal, wie viele Level das waren, die ich ausgelassen habe. Erklärt, warum das jetzt gerade so ein bisschen schwerer war. Wenn ich dann heute Abend oder morgen mal in Ruhe nochmal durch die Module gehe, kann ich sicherlich auch noch so einige Upgrades machen. Jetzt noch bei denen die Waffen. Sehr schön. Items machen wir heute nicht, nein, kein Bock. Items mache ich zwischen den Streams. Ja. Zerstöre das Dark Elder Versteck. Klingt gut.